Ganz schöne Wundertüte hier. Was hältst du davon? Sowas habe ich noch nie gesehen. Siehst du das Aufzugskabel? Sie müssen runtergegangen sein. Aber wohl nicht mehr nach oben. Die Seilwinde sieht gut aus. Nein. Nein? Wir gehen da nicht runter. Die Archäologen saßen da fest. Was sagt ihr das? Wir sind keine Archäologen? Unsere Welt ist da oben und nicht da unten. Tja, eine Monsterarmee steht zwischen uns und da oben. Sie kommen! Starte es! Du spinnst! Die Vampire kommen garantiert von da unten! Willst du sie auf ihrem Boden bekämpfen? Das habe ich, seit ich in diesem Land angekommen bin. Bring den Aufzug zum Laufen! Ein uraltes Grauen wurde aus seinem Schlaf erweckt und giert jetzt nach Blut. Wie viele die Schatten wohl verschlungen haben. Eine kehrt zum Licht zurück, des anderen Licht verlischt. Armer Eric. Zu dumm, aber immerhin hat Eric dem Tod schon einmal ein Schnippchen geschlagen. Vielleicht hat ihn der Tod nun eingeholt. Hoffen wir mal, dass Sergeant K nichts Bedauerliches ereilt hat. Wen der Abgrund verschlingt, kann selten davon berichten. Und Jason und Salim, Erzfeinde, die das Kriegsbeil nicht begraben können. Außer das Beil ist im Rücken vergraben. Ich möchte ja kein schlechter Gastgeber sein, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Ich warte dann hier, um ihre geretteten Schützlinge zu begrüßen. Oder um ihre Überreste zu vergraben. So bin ich. So gehe ich damit um und ich habe es satt, dir das erklären zu müssen. Ja, ja, das ist jetzt mein Leben und ich lebe es, wie ich es will. Halt, was war das eben? Jetzt nicht? Ja, es passt mir jetzt gerade nicht. Ich bringe nur die Akten, die Sie wollten. Nicht jetzt. Ich sagte nicht jetzt. Ich wollte Sie nicht ärgern. Ach, schon gut. Mir scheint, wir alle hier, wir laufen wohl alle vor was weg. Ich kann's bestimmt. Sie waren in den Checkpoint-Mist verwickelt. Die erschossene Frau. Schon okay. Ich bin für Sie da. Es ist. Jeder scheint eine Meinung dazu zu haben. Ich komme damit klar. Auf meine Art. Ach ja? Sie haben genug Sorgen.
Und wer auch immer das war, er klang, naja, wie ein richtiges Arschloch. Was immer es ist, sie regeln das. Oder fragen Sie. Und ich helfe Ihnen damit. Ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, du wärst tot. Alles frei. Das war haarscharf da hinten. Wir atmen noch. Das Glück hatten nicht alle. Hauptsache, dir geht es gut. Müssen wir reden? Worüber?
Über uns. Ich muss wissen, wie es zwischen uns steht, wenn ich heute sterbe. Wenn ich sterbe, will ich wissen, wo wir stehen. Für uns gibt es eine Zukunft. Eric war ein guter Mann. Aber er ist fort. Rachel. Ich will dich nicht verlieren. Jetzt nicht. Und nie mehr. Dann bleib dicht bei mir, Maureen. Ich gehe nirgendwo hin. Ich will dich nicht verlieren. Jetzt nicht. Und nie mehr. Es ist Jason. Er lebt noch. Wir sollten los. Suchen wir Jason. Ich habe schon viel krankes Zeug gesehen, aber das hier schlägt alles. Sie scheinen uns nicht zu folgen. Willst du auf sie warten, oder? Musst kein Klugscheißer sein. Gehen wir. Ist das ein sicherer Rückweg? Zur Hölle war das? Wohl von hier. Riecht nach Formaldehyd. Seit wann bist du denn Wissenschaftler? Lernt ihr Amerikaner nichts in der Schule? Wir sollten da wegbleiben.
alles Lady Bradshaws Schuld. Sie wusste von Anfang an, was hier unten war. Sie hat uns zu ihm geführt. Vorhin stieß ich unten auf sie, über den ermordeten Leichnam von Huytens gebeugt. Als sie sich mir zuwandte, sah ich, dass sie sich verändert hatte. Ich griff nach der nächstbesten Waffe, einem eisernen Zeltheering. Ich stach mit dem Metall auf sie ein und spießte ihr Herz auf. Bei ihrem Tod ertönte ein schreckliches Kreischen von tief unten, wie eine Antwort auf das vergossene Blut. Gleiche Frage. Fuck, was ist das hier? Gerichtet. Gott bestraft uns für alle Fehler, die wir je gemacht haben. Sehen ist alles, was mir noch bleibt. Als uns meine Frau verließ, wollte ich, dass er alles hat, was ich nie hatte. Alleinerziehend. Muss hart sein. Schon. Aber mein Junge macht mich sehr stolz. Er geht nach London, zur Universität. Wenn er nur nicht klauen würde. Er fehlt mir so sehr. Ist dein Gewissen rein, Jason? Grüne Zone. Der Checkpoint. Welcher Checkpoint? Nick und ich wurden aufgehalten. Am Checkpoint hatte es schon mehrere Anschläge gegeben. Da war eine Frau. Sie hatte eine Tasche. Red weiter. Ich sagte, sie soll stehen bleiben. Aber das tat sie nicht. Sie ging weiter. Ich musste was tun. Nick hat sie erschossen. Was war in der Tasche? Einkäufe. Verstehe ich nicht. Warum ist sie nicht stehen geblieben? Hat nichts gehört. Sie hatte Kopfhörer auf.
Das ist Schwachsinn. Ich will hier keine Toten ehren. Mein Leben war komplett am Arsch. Ich wollte hier unbedingt dabei sein. Jeder hat seine Gründe, tiefgründig oder nicht. Tiefgründig, ja? Als die Türme fielen, war ich völlig bekifft, Mann. Ich hab erst eine Woche später davon erfahren. Tiefgründig genug? Ich weiß nicht mal, was zur Hölle ich hier mache. Du dienst deinem Land. Die Frau hatte Familie. Freunde. Und ihr ganzes Leben vor sich. Wir haben es mit einer Kugel beendet. Fuck, warum? Ich kann dich denken hören. Wir warten darauf, dass was passiert. Vielleicht sollten wir selbst dafür sorgen, dass etwas passiert. Was schwebt dir denn vor? Wir gehen da rein und tun ihnen irgendwie weh. Diese Dinger sind in unseren Köpfen. Sie wollten uns töten. Aber du und ich, wir stehen noch. Glaub dran, Salim. Wir kommen hier raus und sehen die Sonne wieder. Glaubst du denn wirklich daran? Hurra! Was ist das für ein Geräusch? Das Motto der Marines. Oh, dann bin ich jetzt auch ein Marine? Eins nach dem anderen, okay? Okay. Hey, was auch immer passiert, ich deck dich. Wir kämpfen zusammen. Es geht nur so. Hier kommen diese Viecher wohl her. Scheint so. Fragt sich nur, wo zur Hölle sind sie? Ich gehe nirgendwo hin.
hier drüben. Was hältst du davon? Dieser Ort könnte schon seit Tausenden von Jahren hier unten sein. Gott hat sie nicht erschaffen. Nein. Vielleicht sehen wir das von der falschen Seite. Was soll das denn heißen? Wir sind die Eindringlinge. Wie tief unten sind wir wohl? Schwer zu sagen. Hier unten verliert man das Zeitgefühl. Salim, sieh mal hier. Klingt wie Musik. Da wo ich herkomme, wäre das keine Musik. Okay, vielleicht nicht Musik. Eine Sprache. Vielleicht. Du hast die Mistviecher gesehen. Die sind nicht sehr gesprächig. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Sieh dich nur um. Diese Dinger sind intelligent. Überall dieses Moos. Kommt's mir nur so vor? Oder lebt das? Ist aber tot, oder? Berühr's. Mach du doch. Weichei. Verlieren. Totaler Methusalem, der Kerl. Scheiße. Hast du das gesehen? Der lebt. Das ist unmöglich. An diesem Ort ist nichts unmöglich. Oh, Scheiße. Der war die ganze Zeit lebendig und sitzt hier mit halbem Kopf rum. Die Flüssigkeit hat sein Fleisch erhalten, sein Gehirn. Was sollen wir tun? Er kann nicht so bleiben. Ja, nun, er hatte Zeit, sich daran zu gewöhnen. Ich mein's ernst. Nein! Das lockt die Vampire an. Ich mache es. تحت الوقت في موتك